Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Uranium. Ja, wir sind im Ninja-Wald und ich kann mich nicht bewegen, weil ich die falsche Klasse gedrückt habe. So, jetzt. Hallo. Wir sind hier an der Route 13, wo es Evolis gibt. Soweit ich weiß. Das habe ich mir gemerkt, seit ich das Spiel mir besorgt habe. Und wir haben das Problem, dass wir merken, dass die Gegner, gegen die wir kämpfen, immer stärker und stärker und stärker werden. Und mir gefällt eigentlich gar nicht. Komm mal, Sonntag. Hui, bling, SSL, verdammt stark und er kommt mit Slash. Wahrscheinlich wäre so ein Angriff, der die Hälfte meiner Leben abzieht. Ey, ich glaube, da muss nochmal gepatcht werden. Das kann nicht sein, dass eine Slash-Attacke gegen einen Bodenfeuertypen so viel Schaden verursacht. Das stimmt irgendwas nicht. Ich kann es mir nicht anders erklären. Korasil, das war... Genau. Ich weiß, wer das war. Ich gehe mit Quetzalcoatl ran, der ist da, glaube ich, am stärksten. Das ist nämlich diese Corazon-Entwicklung, die es in dieser Edition gibt. Corsorif, genau. Und den besiegen wir sehr schnell mit Energy Ball. Ich weiß gar nicht, ob... nee, ich habe da glaube ich schon mal gesagt, der Sonntag, der verstärkt nur den Solarstrahl, aber nicht die Pflanzenattacken allgemein. Ich glaube, diese Pflanzen-Heilattacke, die kann er noch verstärken. Ich habe vergessen, ja, ich glaube Photosynthese. Ja, ich glaube Photosynthese war das. Oder Synthese alleine. Silkit. Das war dieses Unlichtvieh, ne? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich hau mal Blubberrock raus. Der ist gerade mein Tank für die unsicheren Zeiten. Und es ist... Es ist absolut nicht das, womit ich gerechnet habe. Es könnte sein, dass uns platt macht, aber wir haben Eisbeam. Ich glaube, Eisbeam ist stark gegen Pflanzen, ne? Aber nicht gegen den, okay. Lucky Chart? Jetzt kriegt er keine Critical Hits mehr, oder was? Jetzt probieren wir mal ein bisschen an dem aus. Ah, okay. Ich weiß nicht, was für ein Typ Silkit ist. Vielleicht Fee Pflanze. Säure war jedenfalls sehr effektiv. All dieser Stress. Ist schlecht für meine Haut. Ja. Geh und schäl sie dir ab, Schlampe. Was ist das denn? Gar nichts, okay. Hallo? Ich weiß, da kommt jetzt was. Ah, ich hab's schon gesehen. Ich fällt mir die Schuppen vor den Augen. Achilles braucht eine Heilung. Der könnte Boden-Pokémon haben, der könnte aber auch keine haben. Eine Super Potion sollte hier ausreichen. Also nur ein kleiner Fliege, wieder reinkommt, weil es dunkel ist und das scheiß Licht wieder alles anzieht, was kreucht und fleucht. Yo, Digga! Er kommt aus den Nordbergen. Ist mir nicht egal. Heikehorten. Ja, der Stahltyp, den kriegen wir schnell. Ja, der Stahltyp, wir kriegen den leicht tot und der ist langsam. Oh, ich genieße gerade jetzt diesen Kampf, weil er wird einfach so angenehm sein, ausnahmsweise mal. Oh nein, Sturdy greift und er überlebt und greift mit einer starken Attacke an, die mir wahrscheinlich wieder nicht Hälfte Leben kostet. Ah, Wickel, ich hasse diese Attacke. Warum ist hier dieser Wickel selbst so stark wie... Ich hasse dich. Weißt du, dass ich hasse dich? Egal. Ist egal, ob ich jetzt dein erstes Pokémon oder das andere Pokémon besiege. Hauptsache, ich besiege dann Leute. Nein, Garul wird jetzt einfach Platz gemacht. So. Hier, friss Flammenwerfer. Bitch. Ich glaube, ich brauche mal so Kopfhörer, die sich... Ah, richtig reinkleben. Damit die nicht mal rausfallen. So, hohoho, schön. Drillgarn ist Bodentyp. Ja, da würde ich ganz gerne meinen Blubberrock raushauen. Wo habe ich gerade mein Münzamulett? Ich glaube, mein Münzamulett ist gerade bei Ampharos. Ach, hol mal Surfer drauf. Dann sollte es auch gewesen sein. Pass auf. Besiegt. Sinn? Genau wie geplant. Oh, Level 41 kriegen wir. Level 41. Wir werden stark. Oh, guck euch diese Werte an. Das Vieh ist ja ein Monster geworden. Wann? Ich muss mal meinen anderen Pokémon ein bisschen leveln. Weil. Ne? Der 40er Bereich ist überraschenderweise auch der Bereich. Oh, das ist ein Item. Dragonclaw. Eine Drachenattacke. Unsere erste. Ich bin überlegen, wenn ich zwei bringen soll. Welche Pokémon sind schwach gegen Drachenattacken?
Ah, Drachenlord schon cool. Ich weiß wirklich nicht, welche Pokémon starke gegen Drache sind. Warte mal. So kurz in Sachen Pokémon, klick auf den Namen. Und dann sollte ich. Natürlich finde ich gerade kein Drachen-Pokémon. Da. Ich sollte ja ganz schnell sehen. Stark gegen. Drache ist nur stark gegen Drache und Nuklear, okay. Also, wollte mich verarschen. Aber halt, hat dafür halt viele Resistenzen. Wir brauchen keine Drachenklau, oder? Kann es sein, dass der Typ Drache nicht von viel resistet werden kann? Das könnte sein. Ich guck mal ganz kurz nach. An dieser TM. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so interessant ist, diese Attacke. Also allgemein der ganze Drachentyp nicht interessant ist. Weil er keine Vorteile bietet. Dragonclaw. Wir haben nur Achilles. Achilles hat, glaube ich, Typ Drache, wenn der Mega-Entwicklung macht. Da wäre es halt auch schon sehr praktisch. Ist physisch, 80 stark. Er hat dafür gegen Flammenrad ein, oder? Ja, komm. Machen wir Flammenrad weg. Machen dafür Drachenklau rein. Weil wir sind nicht mehr kein physischer Angreifer, sondern eigentlich ein Dingsangreifer. Wieso ist der nicht hochgeheilt? Der darf nur Schaden, das war alles. Feuerboden? Ich glaube, der wird Typ Drache. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass er einfach seinen Typen behält. Ja, wir sind Spezialangreifer, keine Angreifer. Auch wenn die Werte nur geringfügig und sich unterscheiden. Also eigentlich nicht so geringfügig, das geht eigentlich. Können wir kurz zurückhören, ob der Drachentyp ist? Er ist auch Feuerboden, okay. Dann war es egal. Egal, wir haben jetzt einen Angriff, der hilft uns halt gegen Drachentypen. Sollte halt irgendwas sein. Ich denke mal, es ist ein Vorteil, den man halt. Der halt nur Vorteil ist in diesem Fall. Weil. Drache halt. Hey! Was geht? Lass mal kämpfen. Rein zufälligerweise können wir die Attacke direkt mal ausprobieren. Gegen einen Drachentypen. Was mich gerade wirklich ein bisschen freut. Ja, wir können damit jetzt wirklich arbeiten. So, aber er ist auch Bodentyp, ne? Das heißt, er kann es auch mit Bodenattacken gut Schaden machen. Egal, wir machen eine Drachenklaue. Katsching. Und wir machen so viel Schaden wie, ich würde ja gerne sagen, wie schon lange nicht mehr, aber wahrscheinlich schon. So. Ich wollte jetzt noch einen haben. Ah, der Sound, ey, den er macht. Das war schon alles? Wow, du nimmst dich einen Drachen-Tamer? Du bist nur einen einzigen Drachen, Junge. Wenn ich heute zurückkomme, dann pass mal auf, ja? Offensichtlich bist du nicht auf meiner Seite. Ja, Captain Obvious. Nee, aber ich will deine Telefonnummer haben, falls wir ein Tages leveln müssen und mal alle absuchen müssen, die wir schnatten. Wie gesagt, ich werde hier keinen Schutz anhaben, weil ich auf Evoli-Suche bin. Hey, wanna see do a cool trick? I can swallow fire. Wow. Ich kann Feuer speien, willst du es sehen? Ich glaube. Ich weiß gar nicht gerade, wie sicher wir den besiegen können. Ich will mal eine Drachenklaue. Ja. Irgendwie voll die uninteressante Attacke gegen alles andere, oder? Ich meine, guck dir mal den an, wie schnell er mich hier weghaut. Magnitude 7. Ungefähr genauso stark. Der Unterschied, dass mich dieser blöde, die blöde Ameise gleich platt macht. Wahrscheinlich resistet er jetzt diesen Angriff. Ja, ich hab's gewusst, ey. Was ist eigentlich Nightshade für eine Attacke? Wow. Alter, kämpfen am Limit. Nightshade. Ich muss jetzt wissen, was zum Teufel ist Nightshade? Pokémon, Uranium, Nightshade.
Phyroak. Das ist eine Käferattacke. Der ist voll übertrieben stark. Das ist eine Geisterattacke. Das ist eine Geister... Oh Mann. Diese Ameise, die ist übertrieben, ey. Achilles. Ja, wir haben den ultimativen Vernichter gegen Achilles. Also ziemlich alles, aber... Wir haben den hier. Mit Surfer. Wohlgemerkt. Oh, Magnitude. Magnitude 8, natürlich. Ich habe eigentlich gerade mit einem One-Hit-KO gerechnet. Nur so nebenbei. Egal, der hat vierfach schwächer gegen mich und das ist eigentlich voll viel besser. Wie man sieht, es ist super effektiv. Freut mich. Komm, noch ein bisschen. Level 34. Du bist total nutzlos. Guckt euch mal die Werte an, wie nutzlos der einfach ist. Der ist voll ausgeglichen. Der kann alles, aber nicht richtig. Double Edge. Was ist Double Edge? Oh, a reckless life risking tackle. Ach, das ist Risikotackle. Okay. Ja, dann machen wir Shockwave wieder weg, oder? Risikotackle ist schon ganz lustig. Seine Zunge sich. Er hat seine Zunge verbrannt. Tja. Man spielt halt mit Feuer, man frisst es nicht, Trottel. Das lernt man schon als Kind in der Schule. Im Kindergarten sogar. Wie viel Leben hat der? Wow. Ich speichere nochmal, falls das Spiel wieder abschmiert. Ich meine, es ist bisher zwei, dreimal passiert und das alles nur auf dem Schiff, aber trotzdem. No risk. More fun. Hallo. Do you see what I see? Ich sehe doofe Menschen. Sie sind überall. Para-Audio. Hab ich ja gesagt. Doofer Mensch halt. Go Achilles, go Achilles, go go. Benutzt Sunny Day. Dann benutzt Flamethrower. Dann benutzt bitte ein One-Hit-KO, weil das könnte sonst gleich sehr, sehr blöd werden. Wenn einfach, ja. Hä? Was? Hä? Hä? Er wurde nicht besiegt? Was? Der wurde nicht besiegt? Der hat einfach mal sowas benutzt, um sich zu tauschen. Hat er gerade tatsächlich einen Tod, Hat er gerade seinen Tod vorgetäuscht? Was mit dir? Someone has lost their Eevee inside the labyrinth of Tendor. Police is doing a search. You can't go inside the cave right now. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich doch keinen finden kann. Es stand im Wiki, man kann ihn mit einer geringen Chance finden. Und liegt ein Item, was ich haben. Swagger. Ich finde den Namen Swagger so cool. Mal gucken, was es kann. Wahrscheinlich macht es Schaden, je mehr Geld ich habe oder was. Das wäre voll passend, ey. Nee, Erde, das wäre echt voll passend. Warte. Wow. Alle können einen Swagger lernen. Ich muss mal wissen, was für ein Typ der Angriff ist. Das ist ein Normalangriff. The user enrages and confuses the target. However. Ach so, das ist, wie heißt es? Provokation. Aber würde das eigentlich Provoke heißen? Naja, vielleicht auch nicht. Eevee. Ja, Evoli Nummer 1. Natürlich kann man direkt mit einem Pokémon, das alles in jedem vernichten wird, sobald er ihn einfach nur anguckt. Probieren wir es. Sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Ich tausche jetzt aus. Ich will nämlich mit Sicherheit fangen, glaubt mir. Dann mache ich eine Donnerwelle auf den. Und dann fange ich ihn ein. Dann haben wir unser erstes Evoli.
Die Frage ist, was soll es sich entwickeln und was soll... Oh, ich habe eine Idee. Oh, guck mal, ich brauche nicht mal mehr angreifen. Er hat sich einfach sofort selbst paralysiert. Ich glaube fast, ich werde ein paar Sachen vergleichen. Und zwar die Typen mit den Pokémon, die wir haben und die Pokémon-Typen, die sich Evoli entwickeln kann. Weil eventuell gehen wir wirklich auf Psyara oder Psyana. Psyana heißt er. Weil... Ach, fick dich, das war ein Hyperball, du bist paralysiert. Versuch Nummer 2. Fucking, das ist ein verdammter Hyperball, ja? Das ist das Beste, was vor irgendwelchen Spezialbällen kommt. Geht doch. Gotcha, Eevee was gekocht. Kocht. Oder gekocht, genau. Normal, Entwicklungs-Pokémon. Ein Eevee hat unstabile Gene. Es kann plötzlich einfach mutieren und was anderes werden. Okay, auf den Twitch-PC. Ich kann noch einen Evoli haben. Gegen wen tauschen wir den aus? Wir können ihn fangen für den Pokédex. Gar kein Problem. Ich sehe jedenfalls keins. Kampf, Drachenklaue. Und One-Hit-K.O.? Nein, nicht ganz. What the fuck? Ich könnte ihn jetzt versehentlich grillen. Ich glaube, Ampharos. Ich möchte ihn ganz gerne nicht sofort töten. Aber wenn ich ihn sofort töten würde, dann würde das nämlich ein Problem bedeuten für mich. Ich will schon die 100 Pokémon fangen, bekommen, um hier, gefährlich, Dingens zu machen. Ich benutze mal Rock Smash, wenn er mich jetzt nicht one-hittet. Okay, überlebt. So? Ja, noch ein bisschen wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das muss jetzt mal reichen. Das heißt, wir tauschen jetzt aus, gehen wieder auf Ampharos, paralysieren den wieder und schmeißen ein Bällchen drauf. So, komm. Ring Attack. Paralysiere dich selbst. Bitte, 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 bitte. Ja, perfekt. Das wollte ich sehen, mein Freund. Du arbeitest mir richtig entgegen. So gefällt mir das. Hier, friss Hyperball. Und? Fick dich. Du bist fucking paralysiert, hier auf mich anzugreifen. Ich glaube, alles, was wir jetzt haben, tötet ihn sofort, ne? Komm, fang ihn ein. Fang die kleine Bitch. Einmal wackeln. Zweimal wackeln. Und? Geht doch. Es hat Klick gemacht. Das ist meiner. Sehr schön. Dann Normalflug. Ja, egal. Nö. Er ist nur eine Zahl, die größer wird auf meiner Statistik. Wow, so viel kriegen XP. Dann Chef wieder hoch an. Oh, da kommt ein Doppelkampf. Ich mag keine Doppelkämpfe. Eigentlich sind die schon ziemlich cool. Aber ich mag keine Doppelkämpfe. Alle meine Supertränke verbrauchen, weil wir haben noch welche. Ich habe noch genug Supertränke, also von daher. Probleme sind woanders. Gut, nur 22 Stück. Krass. Gut, Doppelkampf. Gehen wir so da rein oder gehen wir anders da rein? Die benutzen hier Psycho-Pokémon. Psycho-Pokémon? Wir könnten Bodenangriffe machen. Bleiben wir so. Unsere Aufstellung ist schon ganz okay. Aber wenn nämlich jetzt hier Psychotacken benutzen. Ach ja, das ist übrigens das Labyrinth, wie der eben gesagt hat. Wenn es das ist. Da drin ist das goldene. Fossil. Das war das Wort. Sorry. Das sind Ass-Trainer. Das ist ein cool Couple. Cooles Pärchen. Ja, es hätte schlechter nicht sein können, meine eigene Situation. Meine Fresse. Nee, ernsthaft, das könnte gerade schlechter nicht sein. Ich hau mal einen Sanidee raus. Und tausche den gegen Ampharos. Ich darf aber, glaube ich, trotzdem zuerst angreifen, ne? Sonntag oder Sonnentag. R-Slash. Und macht wieder 100 Milliarden. Ja, genau. So viel Schaden macht das. Wieso trifft das eigentlich alle? Hat es gar nicht, okay.
Flamethrower gegen den. Und Elektroball gegen den. Dann soll es eigentlich schon gewesen sein, denke ich. Das war Nummer 1. Der quietscht sich gerade den Tod. Zurück in den Pokéball mit dir. Und du darfst nicht zuerst angreifen. Es wäre toll, wenn du es... Ach, fick dich, ey. Jedes Mal macht ihr das. Ich verstehe nicht, was habe ich euch getan? Wow, es ist super effektiv, aber trotzdem kein Kill. Bitch. Ja, dann halt volle Rock. Sollte wieder tanken kommen. Ich meine, Wasserattacken kann ich gerade eh nicht benutzen. Hier, Ectodamor. Und Elektroball. Sind Steinattacken eigentlich stark gegen... Oh, was? Sind Steinattacken eigentlich stark gegen Flug-Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Wir können es mal ausprobieren. Ob da was steht. It's very effective. Warte, wir haben Ice Beam. Wir können mit ihm tatsächlich mal kämpfen. Power Jam. Haha. Ping! Und er ist platt. Das ist okay. Wir haben wieder einen, der gut zum Vögel ist. Der gut zum Vögeln ist. Was? Besiegt. Da ist das Ende unserer Beziehung. Wir haben schon eine Beziehung vernichtet. Ich habe keine Zeit für Loser wie diesen Typen. Warum hast du mir das angetan? Das hatten wir sogar schon mal so eine Situation, ne? Wir hatten schon mal ein Pärchen, das ihre seine Beziehung beendet hat. Nachdem wir sie besiegt haben. Und ich glaube, die Frau hat wieder Schluss gemacht. Boah, Frauen sind brutal. Frauen können echt fies sein. So. Warum ist die Musik eigentlich hier so französisch angehaucht? Hyper Potion. Okay. Nehme ich an. Du da. You remind me of somebody I saw on TV. Ah. Hat gerade das Licht geflackert. Wenn ja, darf ich bald eine Lampe kaufen. Na toll. Ah, wir sind im Vorteil. Das wird gut. Ich war im TV. Ich bin auf YouTube vertreten, aber nicht im Fernsehen. Ich war noch nie im Fernsehen. Flammenwerferattacke. Und er sollte besiegt sein. Sehr schön, weil Stahltypen. Metall schmilzt unter Feuer. Nein, eigentlich nicht. Metall dehnt sich aus unter Feuer. Ein Spritzi. Schwäche von Feen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere mal was aus. Ich glaube, Feen waren schwach gegen Gift. Vielleicht? Oder gegen Käfer? Ich weiß es nicht. Geist? Den Feen schwach gegen Geist? Nein, sind sie nicht. Karl meint. Den Geist beruhigen. Dann probieren wir mal Psycho-Attacken aus gegen. Heißt es eigentlich Psycho? Also mit PS ausgesprochen, heißt das eigentlich Psycho-Attacken? Das hat normalen Effekt. Hör bitte auf, dich hier ständig zu buffen. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Nochmal Zen Headbutt. Peng! Ja, ist ein bisschen stärker. Wahrscheinlich ist seine physische Verteidigung nicht gerade gut. Er verschwindet seine ganzen Attacken gerade damit, dass er sich bufft. Wow. Diese Logik schließt sich mir einfach nicht bei manchen NPCs, die sich so lange buffen, bis sie super stark sind, aber bevor sie super stark sind. Sind sie einfach besiegt. Aromatisse. Ja. Wir haben mal Giftattacken. Also wenn es eine Pflanze ist, dann auf jeden Fall, aber wenn Aromatisse halt auch Vieh ist, was ich nicht weiß. Das ist die Entwicklung. Mach mal Sludge. Gift gegen Feen. Ja, ich glaube, Gift ist gut gegen Feen. Das finde ich gut. Und Psybeam ist, glaube ich, gut gegen mich. War da nicht was? Ja, da war was. Gut, dann halt nochmal Sludge. Und dann sollte es auch fertig sein mit dem. Ah, ja. Immer wieder schön, einen Gegner leicht zu besiegen. Und zwar so leicht, dass man den ein bisschen rumprobieren kann. Kommt noch was? Nein. Ich habe Wirklichkeit der Faktenfiktion vermischt.
Der hat zu viel gezockt und dachte, LOL wäre jetzt auch Wirklichkeit. Okay. Oder Pokémon wäre Wirklichkeit. Er ist halt ein irrer Wissenschaftler. A mad scientist. Items. Kommt jetzt wieder irgendwas an, was mich hier nerven möchte. HP ab. Ach, wie schön. Behalte ich noch ein Weilchen. So, was ist denn hier? When is the city ahead? Okay. Na, wir wissen ja, wo es Evolis gibt, nicht wahr? Die große Frage ist natürlich, nehmen wir das Evoli mit, entwickeln das weiter oder nehmen wir was anderes mit? Okay, sind Boote. Ich möchte ganz gerne kein Feuerboden-Pokémon an erster Stelle haben, wenn wir am Wasser surfen. Ich denke, das ist eine denkbar schlechte Wahl. Ich möchte ganz gerne Cradsable vorne haben, weil die sollte sich auch bald mal entwickeln. Zum Drachentypen. Wo kann ich anlegen? Hier ganz offenbar nicht. Wow, eine Stadt im Wasser. Wir haben die Stadt erreicht. Ich freue mich gerade. A beautiful city. Was gibt es denn hier? Immer schön als erstes in den Shop reingehen. Schnorren. Die Arena ist ja stark. Wie viele Arenenorden haben wir eigentlich schon? Das sollte jetzt diese 5 oder 6 sein, ne? Das war übrigens falsch. Ich muss meine... Es wird die 6. Okay. Heilung! Nein, das hier. Wie viel haben wir? Wir haben 36. Revives würde ich ganz gerne wieder ein paar kaufen. Ja, denke ich mal. Wir haben schon ein bisschen Geld, ne? Ich nehme mal 3 Stück mit. Solange wir in der Stadt sind, ist es nämlich eh egal. Full Heal. Das ist, glaube ich, das ist, was gegen alles hilft. Das ist nämlich der Hyperheiler. Ripples. Ja, mal noch. Ich muss hier nur 13 Stück mit. Wir haben gerade das Geld dafür. Wir werden die eh noch brauchen. Escape Robes. Davon haben wir ein paar. Nee, haben wir gar nicht. Ich würde davon ganz gerne ein paar mitnehmen. Vielleicht werden wir sie eines Tages mal brauchen. Ich nehme nicht vor, dass ich sie habe. So, wir haben ein bisschen Geld da gelassen. Oh, du. Hallo, hast du ein Item für mich? Nee, er arbeitet einfach nur jeden Tag und ich finde das richtig toll. Ah, ein Opernhaus haben die hier, okay. Müssen wir was versuchen. I saw a white-billed Pokémon, but then it disappeared. Ein weißes Vogel-Pokémon, okay. Merken wir uns. Könnte ein Hinweis sein auf was Tolles. Legendäre Pokémon. Wir nehmen uns jetzt diese Stunde, diese Geschichtsunterrichtsstunde an, um Hinweise zu bekommen. Beitatau. Das ist ein gut dokumentiertes legendäres Pokémon. Beitatau ist ein großes Schlangen-Pokémon, das am Grunde des Ostsees in Tandor lebt. Gut. Wir müssen uns merken, ist ein Typ, der erzählt uns was über Pokémon, über die legendäre Pokémon. Ostsee von Tandor. Und wenn er sagt, Fluss, Verzeihung, Ostfluss. Das sind Aufzeichnungen, wie der bei West Tandor reist. Es ist ein Feuer-Wasser-Typ-Pokémon, okay, krass. Die Hitze, die es ausgibt, gibt dem Fluss Leben und lässt das Wasser glühen. Es lässt das Wasser nachts glühen, okay. Da sind manche Geschichten von Booten, die verschwunden gingen. Okay. Wir sind, glaube ich, wir sind hier im Osten, ne? Okay, wenn es hungrig ist, verschwinden Boote. Lanthan und Acton, ich glaube. Ich gehe mal ganz kurz in den Tandor-Decks. Aha, ich habe ihn nämlich auch immer noch offen. Ich kann einfach runterscrollen. Welches meint ihr denn gerade? Das eben war Beitatau. Ah. Ah, guck mal. Es gibt 3 legendäre Wasser-Pokémon. Die bilden ein Trio. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, Beitatau, Leviato und Krakanau. Die sind Beitatau ist Wasser-Feuer, Leviato ist Wasser-Eis und Krakanau ist Wasser und Licht. Und Lanthan und Acton sind, ja, die wirken so ein bisschen von Aussehen her wie, das sind legendäre Stahl-Pokémon, alle beide. Der eine ist Bodenstahl und das ist Unlichtstahl.
Das sind so Zwillings-Pokémon, kannst du sagen, wenn du willst. Lance und Acton. Twin Brothers, also Zwillingsbrüder mit das seltene Metall-Pokémon. Jedes von ihnen soll 1000 Jahre alt sein. Legenden. Legend has it they crawled out the earth crust and taught man the use of metals. Legenden sagen, sie kriechen durch die Erdoberfläche und ich glaube, das Metall bleibt an denen haften. Eine andere, deren Art, lebt in der Sinnoh-Region und ist bekannt als Heatran. Warte. Ich kenne Heatran nicht, jedenfalls den Namen nicht. Heatran. Heatran. Warte, den kenne ich. Okay. Heatran ist ein legendäres Pokémon dem Typen Feuerstahl. Es existiert in der vierten Spielklasse. Okay. Es gibt tatsächlich, das ist cool. Die haben einfach mal ein legendäres Pokémon zu einem legendären, bereits existierenden legendären Pokémon hinzugefügt und, quasi Ergänzung dazu gemacht. Das ist cool. Jetzt, heutzutage, sie sagen, to dwell in dem Vulkan von Tandor, dass Mount Actinite got its name. Okay. Mount Actinite mal merken. Oreine. Oreine ist der, den wir bei mir hier über mir sehen. Das ist der gute. I've never heard of any Pokémon with that name. Okay. Okay, aber es existiert. Kann es sein, dass wenn wir Gerüchte über legendäre Pokémon-Wörter haben, dass man bei dem was darüber erfahren kann? Das ist ja cool. Das Haus ist voller Theaterenthusiasten. Jetzt haben sie ja Strom. Ich suche hier eh noch ein paar Items. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Und du? Was? Achso, der Arena-Leiter ist ein Theaterschauspieler und ein sehr bekannter anscheinend. Und der Typ ist ein großer Fan von. Ich schätze mal. Ah, genau, das ist nämlich auch die Arena. Damit habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gerechnet gerade. Wenn ich das halt gesehen habe. So, wir haben noch ein paar Sachen. Du warst sehr froh, dass du immer arbeiten darfst an der Gondola, ne? Was ist das da? Ein Haus. Ah, guck mal, viel stark gegen Kampf, Dunkelheit und Drache, aber. Und Resistenz gegen Käfer, Dunkelheit und Kampf ist immun, tut Drache. Okay, was? Hier, Trainer, ich will, dass du diese TM hast. Dazzling Gleam. Was? Dazzling Gleam. Eine Feentypen-Attacke, die. Oh. Wie scheint, es ist eine super Attacke. Eine super starke. Warte. Wir könnten Felinara machen. Wir könnten Evoli nehmen und zu Felinara machen. Dann haben wir einen Feentypen-Pokémon. Ich habe gesehen in einem Let's Play von Domtendo. Der ist extrem stark und hat die Fähigkeit, dass Normaltyp-Attacken zu Feentypen werden. Und sein Hyperstrahl extrem stark werden könnte. Und ich glaube, das ist cool da. Guck mal hier. Der Nutzer beschädigt den Gegner bei. Kann sein, dass das Link. Nee, das ist nicht diese Moonglanz, oder? Wir haben keinen, der das kann. Deswegen kann ich jetzt nicht sehen. Aber dann machen wir uns einen Felinara. Und, geben ihm dann die Attacke. Dann überlege ich halt mal, wenn ich rausschmeiße. Ich schätze mal, es wird. Ah, unser Alien vermutlich. Aber wir haben halt, das ist ein Psycho-Pokémon, ne? Können einige Tandor-Pokémon Mega entwickeln? Ich denke, das ist möglich. Ja, aber ich brauche jetzt noch diesen Mega-Entwicklungsring. Ja, die reden hier über Mega-Entwicklung. Vielleicht sind wir nach dieser Stadt, Ja, ja.
Es kann sein, dass wir nach dieser Stadt hier auf die Mega-Entwicklung treffen und dann... Das wäre cool. Okay. Ich wusste, dass da was war. Ich muss mal speichern. Wer weiß, was es da ist. Hallo. Okay. Okay. Nein. 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 Was zum Teufel ist das? Kann ich ihn vielleicht am Leben lassen? Ich möchte gerne Pokémon tauschen. Ich möchte ihn jetzt ein bisschen schwächen. Ich habe ja vorher gespeichert, nicht wahr? Guck mal, ein bisschen mit Dummiesel rumprobieren. Ein paar schwache Attacken. Der ist schon Level 35. What the fuck, wie schnell ging das eigentlich? Ich habe ja 2 Stunden gespielt. Bumm, 10 Level gemacht. Gar kein Problem, ey. Okay, Rock Smash. Wow. Ganz ehrlich, das war perfekt. Vom Schaden her. Ah, jetzt beißt er mich schon wieder. Macht aber nicht so viel Schaden. Wir tauschen. Wir machen den jetzt, Es könnte sein, dass wir den nicht mehr fangen können, oder? Jetzt wieder sagt, hier, nee, du, Nein, wollen wir nicht. Komm, bitte. Statik, 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 Statik. Jawohl. Es ist fast schon etwas, worauf ich mich verlassen kann. Das ist sehr schön zu wissen, dass da immer eine Fähigkeit ist, die passiv ist. Die etwas macht, auf das ich mich verlassen kann. So, fangen wir die Kanne an den Red Sea. Ich weiß nicht, ob der einzigartig ist, aber wir haben gerade die Chance, ihn zu bekommen. Und haben ihn. Und wieder einer näher ran an die 100 Pokémon, die wir brauchen, um einen grünen Drachen zu bekommen. Ah, okay. Nö. So. Eingetütet und weggeschickt. Und lass mich jetzt vergammeln, irgendwo in der Box. Du da! I am the Pokémon Move Maniac. Ich kenne jede einzelne Attacke, die dein Pokémon lernen kann, wenn sie wächst. Ich schätze mal, du willst, dass ich ein... Das ist cool, wir können denen hier was beibringen. Kann einfach was lernen? Ich kann dem hier all die Pokémon-Attacken beibringen, die er schon mal gelernt hatte. Das ist ziemlich gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas haben. Der nicht. Der auch. Der vielleicht. Nee, wir haben eigentlich gar nichts so richtig. Das ist cool. Jetzt haben wir den, der uns VMs als Werkzeug gibt, dass wir keine VMs erlernen müssen. Wir haben den, der uns Attacken beibringt, die wir schon kannten. Da war nicht irgendwo noch einer? Das ist der, das, guck mal, der Attackenverlerner. Das ist der, den wir brauchen. Das ist der Attackenverlerner. Ja, Mann. Na, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Okay, die Stadt ist praktisch. Blast Burn. Die kann den Starter-Pokémon starke Attacken beibringen. Das ist cool. Blast Burn wird immer noch 5, ne? Es ist extrem stark. Aber es ist halt eine Attacke, die hat halt nur 5 Hits, ne? Nach das Ende. Wir haben ein Pokémon, das gegen Drachen stark ist. Blödes halt, ich will das gerne behalten, ich will das gerne und ich will das gerne behalten. Ich will das ganz gerne demnächst gegen Erdbeben austauschen. Ja komm, wir machen Dragonclaw weg. Oder? Ach, Flamethrower ist halt. Mann! Komm, scheiß drauf, Flamethrower machen wir weg. Wir halten sie eh ständig wieder hoch. Wir gehen jetzt auf Risiko, okay? Ja, ja, das ist cool. Das freut mich gerade so ein bisschen. Damit können wir vielleicht was schaffen. Ja, vielleicht auch nicht. Mal schauen.
Ein Pokémon Center. Endlich. Wir waren noch in keins drin, seit wir hier angekommen sind. Ich werde die Folge noch die Stadt zu Ende untersuchen. Und dann muss ich die Folge auch beenden. Wir sind schon wieder bei fast 40 Minuten. Und dann reicht es auch erst mit meiner Aufnahmesession für heute. Ich habe schon echt viel gespielt. Und ich muss gleich noch ganz, ganz viel spielen. Unglaublich, das ist eine ganze Menge, was noch kommt. Für mich. Weil ich habe nämlich ein Projekt vor und das braucht echt viel Zeit. Sind die Server mittlerweile mal wieder online? Also, Wundertausch geht. Nicht Wundertausch, dann das andere. Ja, geht immer nicht. Liebe Entwickler, bitte fixen. Ah, okay. Gibt mir auch nichts. Das ist scheiße, ey, dass es nicht geht. Ich würde so gerne... Ne? So, siehst du die Statuen? Das sind... unwichtig. Du da? Kennst du ein Pokémon, das man Titanic kennt? Ja. Titanic nennt. Ich suche... Ist überall. Ein Gargrifsk. Das ist doch der... was? Nee, komm. Brauchen wir nicht. Warum sollten wir Pokémon tauschen, die es sowieso hier schon so leicht zu erreichen gibt, nicht wahr? Das war ein seltsamer Übergang. Warum würdest du... Warum würdest du jedes Pokémon neben deinem Starter trainieren? Was ist der Punkt? Ja, die spielt auf Edition Rot und Blau an, wo man einfach... Also wo ich zumindest immer nur den Starter-Pokémon gelevelt hatte, der Rest der war einfach nur da. Ich habe die neuen Pokémon-Spiele, Gold und Silber. Meine Freunde sind immer noch neidisch. Weil sie kein Game Boy Color haben. Ach komm schon, Game. Gold, Silber konntest du auf normalen Game Boy spielen. Und ich habe Gold und Silber gespielt. Ich weiß gerade nicht, ob es Gold oder Silber war. Bevor es in Deutschland erschienen ist. Ich habe es nämlich in Englisch gespielt. Und da kein Wort verstanden, weil es eben Englisch war. Na, warte, Ratten. Diese Stadt ist davon einfach infestet. Sie lassen ihre Kacke überall. Sie verteilen ihre Kacke. Ihre Skribble? War das kacke? Oh, wie groß ist die Stadt hier eigentlich? Und hier ist wieder anfangen? Ja, okay, sehen wir mal rum. Dann müssen wir die Stadt, die Gebäude noch untersuchen. Den hatten wir schon, ne? Genau, das war der mit dem seltsamen Übergang. Dann geht es hier runter im Wasser. Gibt es da irgendwas zu holen? Ich guck mal kurz auf die Map. Vielleicht ist das ja schon der Ausgang der der Stadt. Ja, Tatsache, da geht es schon zur nächsten Stadt. Nach Tsukinami Village. Training Dojo ist da. Power Plant, das ist noch ein Kraftwerk, okay. Da geht es um Silverport Town. Das ist ein Tunnel. Route 16. Snowbank Town, okay. Gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gleich muss, aber ich denke mal, dass wir es auch sowieso mitbekommen, ne? Ein famoser Pub. Boah, wir beziehen so gnadenlos. Hallo. Ah, Pokémon-Kämpfe. Ja, ich glaube dann, werde ich ihn kurz besiegen. Und mit kurz meine ich, ja, mal kurz. Okay, wir hatten das richtige Pokémon im ersten Slot. Das sollte recht schnell gehen. Hoffe ich. Ja, fast. Er musste natürlich wieder mit einem einzigen KP überleben und mich direkt one-hitten, ey. Boah, gibt's doch nicht. Ihr seid dann die Möglichkeit. Ja, komm, haben wir Ampharos raus. Er ist nicht schnell, dafür aber stark. Glaube ich. Hoffe ich. Eisfang ist so nervig. Und Statik wirkt, natürlich. Das ist gut. So. Ich glaube, ich werde den Kampf kurz beenden. Dann verabschiede ich mich hier und sehen uns in der nächsten Folge an diesem Punkt auch wieder. Sardine. Oh, die kennen wir noch. Sardine sind eklig. Ich hasse dieses Ninja-Pokémon. Das ist ekelhaft. Aber es ist langsamer. Das heißt, ich darf jetzt angreifen. Und der nächste Runde darf ich auch wieder zuerst angreifen. Das ist gut. Oder wir one-hitten ihn einfach und alles ist gut. Ja, alles ist gut. Kommt noch was? Titanize. Da war eine Attacke, die war besonders stark. Ich glaube, ich werde einfach mal Achilles benutzen. Gucken, ob wirklich Feuerattacken
nicht so stark gegen Eis ist. Weil das interessiert mich nämlich. Was ich weiß, da war beim letzten Mal auch so ein Typ. Ein Angriffstyp, den wir hatten, der war stark. Und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wumm. Das sieht cool aus, ja. Ja, das ist sehr effektiv, sehr schön. Das wollte ich sehen. Kommt noch was? Nee, Sailor Olli. Beaten by a Kid? Ja. Hol doch. Gut. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr. Über das Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir diesen Platz hier fertig machen. Bis dann, mach's gut. Ciao.